Herzlich willkommen wieder zu den Tagestipps auf der Kieler Woche 2016. Mein Name ist Henry und neben mir steht die Jennifer Arp, aber ihr dürft mich Jenny nennen. Das ist schön. Wo kommst du her und wer bist du? Ich bin Jenny und ich komme aus Kiel. Woher kommst du? Ich komme aus Kiel. Mensch, das ist ein Zufall. Deswegen haben wir uns hier gerade getroffen. Und wir erzählen ein wenig jetzt die nächsten 2,5 Stunden, was am Samstag, dem 18.06.2016 auf der Kieler Woche so los ist. Bisher doch eine tolle Kieler Woche, oder? Die schönste aller Zeiten. Auf jeden Fall. Ich bin richtig begeistert. Ja, das sind so viele Leute. Man weiß gar nicht, wo die alle herkommen. Aber wir reden jetzt erstmal über das, was morgens geht es, glaube ich, schon los. Wenn wir wollen, können wir tanzen. Richtig. Also für die Tanzbegeisterten und die, die denken, sie wären tanzbegeistert, bietet die Kieler Akademie für moderne Gymnastik, Rhythmik und Tanz Workshops an. Und zwar von 9 bis 18 Uhr. Also wer unbedingt mal wieder tanzen möchte oder denkt, müsse mal wieder tanzen oder denkt, er hat Talent zum Tanzen, sollte mal vorbeigucken, oder? Ja, ich glaube, das deckt nicht sich mit meinen Erfahrungen aus. Ich habe seit 10 Jahren nicht mehr getanzt, aber ich schau mal. Ja, dann wird's auch Zeit. Ja, stimmt. Aber ich schlafe auch gerne mal aus samstags. Deswegen gehe ich vielleicht erst um 12 Uhr zum Kieler Uni Live. Das ist wieder am Boot, beziehungsweise am Wasser an der Kiellinie. Da gibt es diesmal Niederländisch. Oh. Kannst du Niederländisch? Ist für die EM auch völlig nebensächlich. Da braucht man es nicht. Aber ja, muss man Niederländisch können, wenn man Deutsch kann? Weil es ist doch ziemlich ähnlich. Ja, stimmt. Stimmt. Zumindest nach drei Gläsern Dipp Kuiper. Slawisch, das wäre was für dich? Doch, das finde ich interessant, ja. 16 Uhr, wir nehmen slawische Ortsnamen in Holstein von Professor Nübler. Auch bei Kieler Uni live. Und 13.30 Uhr gibt es ein Open Ship im Tirpitzhafen. Kriegsschiffe begucken. Genau dein Ding? Ja. Echt? Cool. Das überrascht mich. Nee, okay. Dann haben wir eine Turmführung, Nikolaikirche. Ja. Da kann man rauf. Okay. Bist du mal drauf gewesen? Nee, aber es klingt interessant. Das ist ja die Kirche da hinten. Und das Coole ist, man ist da wirklich, das ist wirklich ein bisschen schwindelig da oben. Also und man muss durch enge Gassen und Treppen hoch. Und also es ist schon etwas, da muss man ein bisschen Bewegung auch können. Also, ja, und Mutprobe. Ja. Bis wann kann man? Für mich ja, als jemand mit Höhenangst geht das nicht so. Da ist das eine echte Mutprobe. Hast du das was? Nee, ne? Nee, das geht so. Ne? Cool. Ocean Jump Fun Park, das ist hier im Bootshafen. Da ist dann ab 14 Uhr, kann jedermann, wenn er möchte, irgendwie mit dem Wasser, dem kalten Element, was noch kalt ist, Kontakt nehmen. Was auch ein bisschen dreckig ist, finde ich. Ja. Reinfallen will man da nicht. Auch eine Mutprobe, würde ich sagen. Schwimmen kannst du? Ja. Okay, aber nicht im Bootshafen. Habe ich auch noch nicht gemacht. Will ich auch nicht. Will ich auch nicht versuchen. 19.30 Uhr wird dann eröffnet. Oh. Genau, mit Sigmar Gabriel. Aha, okay. Unser Vizekanzler. Ja. Ja. Da mal nix wie hin. Ja, genau. Wer will den Sigmar nicht nochmal sehen, solange er noch im Amt ist, ne? Genau. Und Ulrich Turkuas um 19.45 Uhr, der darf dann ein bisschen singen. Das soll wohl, glaube ich, ganz witzig sein. Der ist Tatortkommissar. Ah. Ich bin auch nicht so Tatort-Fan, aber den auch nicht. Hamburger Schauspieler auch. Also wenn du ihn siehst, sagst du, ach, das ist der Ulrich Turkur. Ja. Ach so. Genau. 20 Uhr ist dann NDR Tiffany bei der NDR-Bühne. Okay. Die sind, da bist du wahrscheinlich noch zu jung. Wie alt bist du, darf man das sagen? 18. 18, genau. 31 gerade gestern bin ich. Geworden. Ja, gerade gestern 18 geworden. Du bist für die junge Gesellschaft sozusagen, die Zuschauer, genau. Ne? Ja. Wie redet ihr so? Wir sagen Schelexen und so und YOLO und Hashtag. Und ihr prankt, ne? Wir pranken ganz viel. Genau. Ist auch nur ein Prank hier. Genau, ja, echt cool. Tiffany, die sind eigentlich seit vielen, vielen Jahren immer auf der Kieler Woche, eigentlich immer Donnerstags früher gewesen. Das ist so eine Top-40-Band und die sind wirklich witzig. Also die kann man gut zu tanzen. Bei schönem Wetter ist das auf jeden Fall was. Schlossgarten übrigens, wo wir gerade richtig witzig sind, ist Two Blondes bei der Cocktailbar dort. Ja. Die tanzen auch mal auf den Tischen, die haben richtige Fangruppen. Okay. Nee, also kennt auch kaum jemand. Aber nachdem ich sie einmal dort gesehen habe, dachte ich, Mensch, guck ich mir mal wieder an. Würde ich hingehen, um 20 Uhr. Oder Geheimtipp hier. Und um 20 Uhr kann man auch in den Silent Dome im Schlossgarten. Okay. Das sagt mir gar nichts, erzähl mal. Ja, das ist auch eine ganz ungewöhnliche Geschichte. Da hat man Kopfhörer auf und kann dabei dann ein wenig Musik hören von zwei DJs. Und man hört eben auch nur mit den Kopfhörern. Das heißt, man tanzt dann dazu. Ja, stimmt, das sagt mir was, ja. Alles ist leise drumherum. Wenn man sie abnimmt, ist es ganz surreal. Man hört dann nur das Quietschen der Schuhe und gegebenenfalls die Leute, wie sie mitgrölen. Ja, genau, gegen den Takt und so. Ne? Man kann sich unterhalten, das habe ich sonst in der Disco auch selten. Ja. Ja. Unterhalten. Wir haben schon Zeichen gekriegt. Wir sind schon bei der ersten Stunde rum. 22.30 Uhr, Nightclub am Norder. Da reden wir, glaube ich, noch mal länger drüber, weil morgen gibt es das. Nee, am Mittwoch zum Beispiel auch noch mal. Genau. Das ist die schöne. Die Ballons werden da beleuchtet. Ocean Jump hier, 23 Uhr. Ja. Habe ich schon mal gesehen. War ich noch nicht länger da als ein paar Minuten, aber ich weiß, wo ich das finde. Genau, da springen sie runter. Hättest du Lust dazu? Nee. Du jetzt so als Jugendliche. Jugendlicher Leichtsinn wird dich da nicht untertreiben. Ich war vielleicht ein bisschen Geld.
Aber Geld, ja genau, spenden Sie. Dann, nächste Woche geht sie runter da. 23.30 Uhr ist dann noch Party-Arena in der Sparkassen-Arena. Woo! Ja. Woo! Cool. Hashtag cool. Ja, Hashtag. Hashtag genau. Kibo. Ja, cooler wird es heute auch nicht mehr. Das ist das Stichwort. Das war's für heute. Morgen gibt es wieder Veranstaltungstipps. Oder habe ich was vergessen? Meine Sachen, aber das ist nicht so wichtig, weil es kostet Geld. Stimmt. Und man gibt schon genug Geld aus, oder genau. Leute? Ja. Hashtag arm. Ja, genau. Aber nichts mitbringen, das wäre auch böse. Ja, genau. Kaufen, alles kaufen. Unterstützt genau. die Leute hier. Genau. Und jetzt aus. Aus. Tschüss, bis morgen.